Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22 hier bei mir auf dem Kanal. Und wir sind wieder hier auf unserer schönen Neubartelshagen Big Farm Map. Und ich bin jetzt hier mit dem Fendt unterwegs und hole unser Güllefass, beziehungsweise wir werden Gärreste dann laden. Denn es hat sich ein bisschen was getan, das zeige ich euch dann gleich. Ich war nicht ganz untätig und zwischen den Folgen. So, mittlerweile haben wir auch keine Silageballen mehr. Die sind jetzt auch alle weg. Das heißt, wir bedienen die BGA. So, jetzt erstmal schauen. Jupp. Wir bedienen die BGA mit dem Material. Augenblick. Sind wir noch nicht nah genug dran? Jetzt können wir auffüllen. Und ich fange doch mal an. Wir bedienen die BGA zurzeit mit der Silage aus dem hessischen Fermentersilo. Yo. Weil die Ballen, die da drüben auf dem Wagen sind, die sind von der letzten Grasernte. Und die sind, ja, natürlich noch nicht fertig. Genauso wie der Mais hier drüben. Genauso wie die Sonnenblumen im anderen Feld. Und deswegen werden wir jetzt ein bisschen was anderes tun. Wir werden ansehen Getreide und vielleicht Raps. Ich denke Raps, ja. Und warum? Das zeige ich euch gleich. Denn wie gesagt, ich hatte ja schon angekündigt, wir werden das Feld, das ganz unten sich befindet, ein bisschen umbauen, ein bisschen präparieren. Das habe ich jetzt getan. Und jetzt geht's weiter. Indem wir jetzt erstmal ein bisschen düngen mit Gärresten, denn Gärreste haben wir jede Menge bei uns in der BGA. Es hat sich ja, wie gesagt, die ganzen Ballen haben einiges gebracht. Und dass wir aber trotzdem da oben rechts nur 93.000 auf dem Konto haben, hat den einfachen Grund. Ihr seht es jetzt hier. Ich habe schon mal hier angefangen, ein bisschen jetzt zu arbeiten, damit es nicht mehr ganz so schlimm aussieht. Also ich habe jetzt hier die ersten Wege angelegt. Man sieht es auch hier. Und hier haben wir eben jetzt eingeteilt. So. Und der Kollege soll hier eigentlich das Saatbett machen. Augenblick, ich möchte hier eigentlich reinfahren. Aber der hatte auch ein bisschen Schwierigkeiten. Aber nichtsdestoweniger werden wir jetzt hier ein bisschen schon mal vordüngen, sozusagen mit den Gärresten. Jupp. Und dann schauen wir mal, wo der Kollege jetzt wieder hängt. Erstmal einschalten, ein bisschen Licht machen. Es ist nämlich schon ein bisschen dunkel hier bei dem Wetter. Es ist nämlich richtig schönes Sauwetter, aber es wird nochmal ein bisschen besser. So, weil hier auf dem Feld möchte ich ein Saatbett erstellen. Das machen wir hier mit der Scheibenegge. Und da machen wir dann ein bisschen Raps drauf. Und ich bin am Überlegen, ob wir da hinten auf dem Feld vielleicht auch Raps drauf machen. Denn Gras machen wir jetzt erstmal nicht mehr. Und wie ihr seht, die Wege hier habe ich jetzt erstmal angelegt. Wir haben das Feld hier unterteilt, das große, in drei Felder. So. Mit ihm möchte ich dann auf die rechte Seite, weil ich habe irgendwie den Verdacht, dass er da unten einfach nicht rumkommt. Weil der Winkel zu spitz ist. So, wenn wir das jetzt gleich mal abfahren, dann könnt ihr auch mal sehen. Wir machen mal hier ein bisschen hell. So. Die Thematik mit dem Mähen, wenn man hier mit dem Mähwerk rüberfährt und dann tatsächlich, ja, ich sag mal, Felder erstellt. Ne, ihr seht hier überall hier diese kleinen Einbuchtungen, das kam eben vom Mähwerk und dadurch, dass wir jetzt hier mal gegrubbert bzw. gepflügt haben, sieht man jetzt auch wirklich, wo jetzt hier Feldränder sind und das kann man leider nicht mehr ausbessern, weil wir kommen da nicht hin. Mal schauen, wenn ich den jetzt hier starte, ob er dann weiterarbeitet. So, während er da drüben fleißig Gärreste ausbringt. Und wir dann anschließend mit unserem kleinen Trecker dann schon mal mit Aussaat beginnen wollen. So. Okay, so scheint er damit zurechtzukommen. Oh, da macht er aber ja ganz schöne Wände. So würde er mal die Scheinwerfer anmachen, dann könnte man ein bisschen was sehen. Aber so viel Scheinwerfer hat er auch nicht. Aber er arbeitet auf jeden Fall mal weiter. Wir gucken mal hier. So, also man sieht es jetzt hier. Da haben wir den Weg angelegt, haben hier das Feld hier untertrennt oder unterteilt. Das heißt, wir haben jetzt hier ein großes Feld und dann haben wir hier noch ein Feld und da drüben haben wir ein Feld. Vielleicht machen wir auch hier Gras wieder drauf. Aber hier können wir auf jeden Fall mal Raps drauf machen. So, man sieht es auch wunderschön.
Zack, hier haben wir, das sieht man jetzt wunderschön, also das ist das Saatbett, was wir jetzt hier gerade anlegen. So, und da drüben wird eben, schauen wir mal, da wird jetzt gerade Stickstoff draufgepackt ein bisschen. Und dann können wir hier nämlich mit der Aussaat beginnen. Okay, wie weit ist der? 61%. So, dann schicken wir den einfach mal hier runter und holen uns schon mal in der Zwischenzeit. So, funktioniert, passt, sitzt, wackelt und hat Luft. Sehr schön, wunderbar. Und holen uns in der Zwischenzeit, der arbeitet auch, den Kollegen. So. Oh ja, den können wir mal ein bisschen reparieren. Das kann überhaupt nicht schaden. Dazu hier rein, Licht anmachen. Zack, zack, zack. Ah ja, und hier haben wir die Rundumkennleuchte und den Rundumkennleuchten-Effekt, jetzt habe ich es. Den Rundumkennleuchten-Effekt, der eigentlich nur eben auf den neuen Konsolen, auf den New Generation Konsolen, oder wie die heißen, jedenfalls PlayStation 5. Und zack, reparieren für 2200, war es so knapp. So, und da werden die Rundumkennleuchten eben reflektiert. Auf der PlayStation 4 ist das nicht der Fall. So ist denn unsere Saatmaschine. Hier ist unsere Saatmaschine. Tanken müssen wir nicht. So, und der müsste reichen. 160 PS brauchen wir für das Maschinchen. Es ist voll mit Saatgut. Und 175 hat unser Traktor. Naja gut, er wird sich ein bisschen quälen, aber es wird schon gehen. So, dann fahren wir mal hier runter zu unserem Feld. Ja, wie ich schon gesagt habe, ich habe jetzt also da ein bisschen hier die Wege angelegt und das Pinseln ist ja eigentlich nicht das Problem, aber wenn man natürlich dann das Gras pflanzt, in Anführungszeichen, also jedenfalls die Grastexturen setzt hier, dann geht es ja ins Geld und ich glaube, wir hatten irgendwas um die 170.000 und ich habe hier jetzt fast also über 70.000 verbraten, nur um hier die paar Wege jetzt anzumalen. Aber gut, es sieht natürlich dann gleich schon mal ein bisschen besser aus. Ja, also ihr könnt euch dann vorstellen, was uns das alles Geld kosten wird, wenn wir dann den neuen Hof entsprechend auch bearbeiten. Nicht nur eben dann den Kuhstall und Hallen und so weiter, das wisst ihr ja, sondern wenn wir dann logischerweise dann auch anfangen, so, hier geht es jetzt rein, wenn wir dann auch anfangen sollten, ja, dann auch Bäume zu pflanzen, Gras und so weiter, ein bisschen eben alles schön machen, das wird richtig Asche kosten. Okay, wie sieht es hier aus? Oh ja, er bringt immer noch aus, sehr schön. So, dann stellen wir den erstmal hier ab und gucken mal, weil der Fendt müsste jetzt mal gleich leer sein, okay. Der andere Kollege fährt noch, das ist auch sehr schön, das passt. Müssen wir eigentlich das Feld kalken? Okay, pH-Wert ist okay, Stickstoff haben wir jetzt 80, das passt. Okay. So, ein bisschen ein Problem war natürlich jetzt hier das Feld, die Feldumrandungen, weil man natürlich da nicht überall mit den Texturen arbeiten kann, weil eben ein Teil dieser Felder uns ja nicht gehören. Also diese Insel im Speziellen. Ja, okay, da wird er jetzt ein bisschen überlappen, aber ist okay. Boah, es ist hier dunkel. Ein bescheidenes Wetter. Da nehme ich doch erstmal einen Schluck. So, jetzt ist er leer, der Kollege, dann werden wir den hier jetzt aufladen, beziehungsweise auffüllen. Übrigens hier auch so ein Phänomen, was mir gar nicht gefällt, ist hier das mit dem Lenkrad. Wenn der Helfer, so jetzt kommt das Lenkrad wieder zu, wenn der Helfer hier tätig war, dann ist immer das Lenkrad oben. So. Naja, ich meine jetzt auch diese Blumenwiese ist leider, ja,
So viele Möglichkeiten gibt es hier leider nicht zu malen. Ist leider so. Denn jetzt diese Blumenwiese ist jetzt auch nicht so, ja. Aber besser als nichts. Wenn ich jetzt dran denke, wenn wir das hier alles noch machen müssen, und das werden wir ja auch alles noch machen, das wird auch nochmal richtig ins Geld gehen. So, im Moment behelfen wir uns einfach so und das tut's jetzt auch erstmal. Mal einen kurzen Blick dann in die BGA werfen. Wie weit denn die jetzt soweit ist, ob die auch zügig arbeitet. So, und auffüllen. Okay, 37, elektrische Ladung, okay. Naja, gut, sie läuft, gar keine Frage. Wir haben 26, ja, dann wird die kaum leer laufen. So, das Methan wird auch verkauft. Ja, weil wir müssen jetzt mal unbedingt ein bisschen Kohle machen. Weil so wie das Geld reinkommt, geht es auch dann immer wieder sofort raus. Dann können wir einfach nicht richtig hier investieren. Das Ziel ist ja immer noch der große Kuhstall, den ich hier gerne direkt am Hof dann an dem neuen Hofgelände haben möchte. Im Moment verwenden wir ja den Kuhstall, der da unten ist, am Feld Nummer... Was ist es? Feld Nummer 6, glaube ich. Feld Nummer 5, Feld Nummer 6. Sozusagen als Aufzuchtstation haben wir uns sozusagen gemietet. So, dann würde ich den jetzt gerne mal auf der anderen Seite noch losschicken. Ja, hier sieht man es auch. Also hier hat es dann auch ganz schön der Mäher hier reingehauen. Man sieht richtig das Mähwerk. Aber da können wir leider auch nichts ausbessern im Moment, weil dazu müsste man das Feld nebendran haben. So, okay. Der Kollege arbeitet. Wie sieht es denn aus mit ihm hier? Okay, er arbeitet auch. Schauen wir mal kurz auf die Karte, da haben wir einfach die bessere Übersicht. Jo, sehr schön, sehr schön. Okay. Dann würde ich doch sagen, fangen wir hier schon mal an. Und zwar, lass mich mal kurz überlegen. Was machen wir denn? Ah, machen wir Weizen, oder? Im Prinzip ist gerade egal. Ja, ja. So. Dann machen wir wieder hier erstmal ein schönes Vorgewende. Dann fahren wir hier übers Unkraut vom Nachbarn. Das wird ihn mit Sicherheit nicht stören. So, ein bisschen zurück. Ja, das müsste so passen. Dann werden wir erstmal kein Kalk ausbringen, aber eben dann düngen und walzen, das auf jeden Fall. So, da ist wieder mächtig was los hier auf dem Feld. Ja, den Fan sieht man jetzt leider nicht. Das ist ein bisschen weit weg, aber der wird auch gleich kommen. Und wenn wir hier drüben dann nochmal ein bisschen Raps ansehen, dann sieht es richtig gut aus nächstes Jahr. So, ich steig mal aus. Wir schauen uns mal ganz kurz an. 180, okay, da müssen wir noch ganz schön düngen. Da muss noch ganz schön Material drauf. Ja, 80% erwarteter Ertrag. So, ein bisschen aufpassen und wieder aufspringen. So, da hinten sieht man jetzt den Fendt kommen und da drüben haben wir den Kollegen mit der Scheibenegge. Ja, und die Krähen. Die dürfen natürlich überhaupt nicht fehlen. So, jetzt fahren wir dann noch einmal zurück und dann werden wir in die andere Richtung. So, wo ist er denn? 56%, das ist okay.
So, er macht seinen Job auch sehr gut. Ja, so rum ist dann doch besser. Aber jetzt schauen wir nochmal, bevor ich jetzt wieder was Falsches sage. Aber ich glaube, Raps müssten wir auch noch ansehen können. Ja, ja, Raps geht auch noch in dem Monat. Und dann im Oktober, im nächsten, werden wir hoffentlich jetzt endlich Mais und Sonnenblumen ernten können. Wie sieht es denn eigentlich aus? Okay, Hafer haben wir jede Menge und den Rest haben wir noch gar nichts geerntet, glaube ich, ne? Wir haben nur Hafer bis jetzt aus dem eigenen Bestand. Okay. So. Okay, er ist da. Dann übernehme ich. Ja, so ist schon besser. Sehr gut. So, wie weit ist denn der Fendt? 34. Ja, der wird mit Sicherheit noch einmal hochfahren können. Ja, also wie gesagt, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, ja dann doch das Feld so L-förmig zu machen, hier ums Eck rum. Wir hätten natürlich hier auch den Weg durchziehen können, hier rüber. Und hätten dann hier noch das Feld verbinden können. Aber ich habe mir jetzt gedacht, wir machen das so, weil da können wir eigentlich ganz gut mit den Maschinen arbeiten. Auch später mit dem Drescher. Es ist dann auf jeden Fall rechtwinklig. Und ach, da unten hat er gar nicht fertig gemacht. Okay. Jetzt schaue ich gerade mal, wie er hier... Er kommt zurecht, oder? So, man sieht halt schon ganz genau, wo ich hier Gras angepflanzt habe, beziehungsweise gemalt habe. Und wo das ursprüngliche Gras ist, ist halt leider unterschiedlich, aber nun gut. So, wo ist er denn jetzt? Der Fendt fährt jetzt hier eine Kurve, aber das will ich gar nicht. Das soll ja hier unten auf jeden Fall, das ist schon interessant, warum fährt denn der nicht ganz runter? Okay, 19% hat er noch. Hm, warum fährt der nicht ganz runter? Augenblick. So, jetzt machen wir alles an. Ach, okay. Hä? Ja, tut sich da aber wegen merkwürdig, hä? So streifenmäßig. Naja. So, jetzt haben wir doppelt hier teilweise, ganz klar. Aber es spielt keine Rolle, weil 180 brauchen wir. Und 60 gehen da sowieso immer nur raus. Jetzt können wir hier nochmal hochfahren. So. Sehr schön. Dann holen wir noch eine Wagenladung, ein Fass und dann müsste man mit dem Feld fertig werden. Dann können wir das andere Feld eben auch noch schnell düngen. Was macht unser... der fährt jetzt wieder hier runter. Das passt soweit. Sehr schön. So, irgendjemand hat hier wieder die Arbeit erfolgreich beendet. Dann gucken wir doch mal ganz kurz auf die Karte. Oh ja, es sieht tatsächlich so aus. Und da unten, das klappt auch. Und der Fendt ist jetzt natürlich leer. Gut. So, machen wir mal ein bisschen Licht. Ah, ja, können wir eigentlich auch da lang fahren. Jupp, er wendet. Ja, also hier habe ich dann aufgehört, weil wie gesagt, wir brauchen noch ein bisschen Geld, um eventuell noch Maschinen oder ähnliches zu kaufen. Deswegen wollte ich hier jetzt noch nicht alles ausgeben.
Aber von mir werden dann hier dann in der Zeit oder nach und nach dann auch hier diese Wege angelegt. Und dann sieht das alles ein bisschen, ja, ordentlich aus, beziehungsweise, ja, bekommt dann auch ein bisschen Flair. So, bin ich ja jetzt ins Gemüse reingefahren. Hier habe ich, glaube ich, gerade die Kurve noch gekriegt. So, hier beinahe in die Frucht reingefahren. So, Befüllung starten. Sehr gerne. Ja, ich glaube, gegen 17 Uhr soll es wieder aufhören mit dem Regnen. Reißt es denn schon irgendwo auf? Da hinten? Oh ja. So, wir haben uns ja auch eine Walze gekauft. Das heißt, wir werden das Feld auch walzen. Das bringt ja, glaube ich, auch nochmal 2 oder 3% Ertragssteigerung. Ja, und jetzt hier links rein. Man sieht ja die Spur noch. So, da muss ich mir auch Gedanken machen, ob wir hier das Grasfeld, die beiden Grasfelder dann auch noch lassen. Da dürften wir, glaube ich, nächsten Monat auch wieder ernten können. So, Bingo. Ah ja, okay, dann werden wir den erstmal kurz... Oder das müsste eigentlich reichen... Und ab die Post. So. Jo. Und dann schauen wir mal, was er hier macht. Den können wir erstmal zusammenklappen. Dann bringen wir den erstmal hier in Warteposition. So. Und während wir ihm ja jetzt zusehen... Bei der Ansaat. Oh, ist das dunkel, dunkel, dunkel. Jo. Machen wir so. Ja. So, machen wir ein kleines Thumbnail. Zack. Sehr schön. Darf ich mich recht herzlich bei euch bedanken wieder mal für eine Folge Landwirtschaftssimulator bei mir auf dem Kanal. Ich hoffe, es hat wieder ein bisschen Spaß gemacht. Und ich darf mich wie immer bei euch verabschieden. Oh. Okay, okay, da haben wir dann noch ein bisschen ein Problem. Sehr schön. Augenblick. Ach ja, der ist jetzt, weil dort angesät wurde, ist der jetzt die andere Spur gefahren. Ja, dann tun wir das schnell noch bereinigen. Daran habe ich jetzt nicht gedacht. Dann ist er nämlich die andere Spur gefahren und wollte hier natürlich auch düngen. Das hat er dann auch getan. Da ist jetzt grün. So, da haben wir noch einen kleinen Crash fast am Ende gehabt. Sehr schön. Oder auch nicht. Dann schicken wir ihn jetzt wieder los. So. Hier, irgendwo muss jetzt auch wieder weitergehen. Genau. So, und dann schicken wir ihn wieder los. Und wie gesagt, ich setze nochmal an. Recht herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht. Jetzt hat man noch einen kleinen Crash hier gegen Ende. Aber sowas kann halt eben passieren. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge Landwirtschaftssimulator 22 hier bei mir auf dem Kanal. Und ich sage wie immer, tschüss, ciao, cheerio. Bis zum nächsten Mal.